sehr viel damit zu tun hat, mit dem Zwischenmenschlichen. Man findet auch sehr viele Freunde und das ist auch der Grund, warum Tischfußball so beliebt ist, weil es ist wie eine große Familie. Bonzini ist bei sehr vielen Spielern nicht beliebt, weil er sich ganz anders spielen lässt als jeder andere Tisch. Ich bin der erste Deutsche, der das gewonnen hat mit meinem Partner zusammen und auch der Jüngste, der jemals eine Bonzini-Verse gewonnen hat. Und aus diesen Gründen hat der Tisch für mich eine sehr große Bedeutung. Meine nächsten großen Ziele sind mit meinem Partner Thomas Haas, meinem Heimtisch den Leonard zu gewinnen. Im nächsten Jahr die Multitable-WM, die ganz große WM, wo 5 verschiedene Tische gespielt werden. Und die zu gewinnen, ist das größte Ziel, was ich habe.